So, meine Lieben, ich versuche mich jetzt anzustrengen, um für euch noch ein gescheites Video zu machen, aber boah, Ute hat heute so einen geilen Hackbraten gemacht, ne? Christopher? Ich dachte, wir dürfen auf Videos nicht sagen, dass wir hier essen. Warum nicht? Hast du das nicht mal gesagt? Ach, wegen Finanzamt? Genau. Nein, ihr zahlt doch eine Kantinenpauschale. Genau. Warum bestätigst du das nicht einfach, was ich sage? Ja. Und hinterfragst wieder irgendwelche Sachen, die wir nicht machen dürfen. Guck mal, der packt auch einer richtig. Jo. Ach komm, jetzt nicht so viel dummes Zeug. Ich könnte mich da oben hinlegen und erstmal eine Runde pennen. Ich bin so voll gefuttert. Ich habe so 3 Hackbratenstücke und was ich alles. Volvo, Erdgas, B-Fuel, zurückgerüstet, aufgerüstet. Wie auch immer, sucht's euch auf LPG Autogas. Kommt mit. Wir haben irgendwie das falsche Auto genommen. Wir wollten ein Video von dem Volvo B-Fuel machen und dann steht ein Volvo, der sieht genauso aus, aber ist der falsche, ne? Ja. Ach, der steht da hinten. Der T6. Scheiße, ist das peinlich, ey. T6 Turbo. Ja. Wie komme ich da raus? Hochheben. Soll ich bei der russischen Armee einen I-26 bestellen, damit er uns die raushebt, oder was? Ja, der muss kurz warten, weil der gerade Rechnung schreiben. Und wie sollen wir ein Video machen? Schlechte Vorbereitung. Was ist denn denn los mit der Kameramann? Schlecht vorbereitet, ne? Schämlich. Hier, Mustang GT, da Chevy C10, da ein schöner Ford Transit. Da steht ein. Dein Auto steht auch im Weg. Steht ein Falschparker. Warum ist denn unsere Einfahrt auch schon wieder komplett. Oder komme ich da raus? Ja, da unten steht der Berlingo. Alter, warum steht der scheiß Berlingo denn da? Weil ich deine Karren da irgendwie immer Tetris rausheben muss. Irgendwie muss ich immer alle Autos rumfahren, weil du immer genau das Auto haben willst, was hinter der letzten Ecke steht. Warum bestellst du den nicht da unten auf dem, da unten voll an der Straße, auf so ein bisschen auf dem Bürgersteig so ein Stück? Nein. Du verdienst so viel Geld, da kannst du auch mal dem Landkreis aus Minden 55 Euro spenden, oder? Spenden vor allen Dingen, Spinner, ey. Ja, ich muss hier irgendwie raus. Ja, von den Sumsewine mal. Hier, Mustang, zeigen wir euch schnell, wo wir gerade so gesellig beisammen sind, zeigen wir euch den schnell. Ja, wie soll er jetzt sein Auto rausfahren? Ich krieg doch hier auch kein Auto auf, nix, Schlüssel steckt, gar nichts. Was? Dann geht die Alarmanlage los. Ja klar, fass mal rein. Fass mal rein, mach mal auf. Geht die Alarmanlage los. Jetzt will ich nicht. So. Bei Ute geht das. Holst du vielleicht meinen Schlüssel? Der Kunde hat den Schlüssel. Ach so. Was? Der wird gerade abgeholt, der muss sagen, der ist da hinten drin. Der erlebt gerade das Wichtigste an der ganzen Gasverwurstung, und zwar die Rechnung zu bezahlen. So, wie geht's mit dem Volvo? Ist aber auch so ein blöder Zufall, ne? Dass wir. Ich habe echt gedacht, dass es da unten der Volvo ist. Der echt verwechselt. Hä? Ja, soll Dome hinwegfahren. Nur da vorne vorwärts rein, dass ich mit dem B-Fuel hier rauskomme. Hier sind überall in allen Ecken und Kanten alles die doppelten und dreifachen Autos versteckt. Das ist schon irgendwie lustig. Komm her. Die haben es auch nur gemerkt. Man sollte auch auf Unlock drücken, ne? So, zeig Tankfülleinsturz. Sexy, ne? Genau original da war der Erdgas-Tankfülleinstutzen auch. Einer der wenigsten Fahrzeuge, war mit der Kamera nicht so hoch. Ja, ich muss mich auch anschneiden. Einer der wenigen Fahrzeuge, die. Lüftung ist ganz schön laut, ne? Ja. Wirklich ab Werk. Das ist ein Schalter. Wirklich ab Werk mit einer Gasanlage kommen. Nicht mit einer Autogasanlage, sondern mit einer Erdgasanlage. Volvo, also der Volvo B-Fuel und meiner Meinung nach so der E200 NGT, und zwar hier so der als 211er, wie Dobi ihn hat, als E200 NGT sind wirklich werkseitige Gasfahrzeuge. Aber CNG Erdgas und nicht LPG Flüssiggas, so wie wir das machen. Und wir wissen, guck mal hier die beiden Ochsen an. Alter! Nein! Jetzt verstehe ich auch, warum das Ding Longbed heißt. Ja, ne? Weil ihr langen Elender da drin liegen könnt.
Geh doch mal arbeiten. Mann, sei doch, versuch doch mal ein bisschen ernst zu sein, so wie ich. Oh, Schalten ist kein Geheimnis, kann jeder hören. Hier stimmt irgendwas mit der Schalt-Dings-da-Bumster-Kulisse nicht. So. So, Erdgas, ja. Und blöd. Warum? Wissen wir auch nicht. Also, es ist so, dass es ein paar Fahrzeuge gibt, die auf Erdgas werksmäßig angetrieben werden und meiner Meinung nach völliger Schwachsinn sind. Dieser Volvo B-Fuel zum Beispiel, hier hinten ein Riesentank drin. Ihr habt den Tank gesehen in einem Vorvideo. Kann Christopher ja mal eben kurz einblenden noch, damit sie wissen, wie das ausgesehen haben. Auf der Seite. Damit sie wissen, wie es ausgesehen hat, hat eine Reichweite von so um die 200 Kilometer. Ne? Problem ist, bei diesen ganzen Geschichten, es geht an dieser Erdgasanlage was kaputt. Es kann keiner helfen, es will keiner helfen. Es wird immer stiefmütterlich behandelt. So. Was macht der denn für Sorgen? So, warum sind die Leute alle so aggressiv? Alter, das gibt's doch gar nicht. Der fährt mir da so, also ey, Herr, mein Gott. Der wollte mich wegboxen da jetzt. Bei Kuna hat mal einer geschrieben, hast du schon mal, habt ihr schon mal einen Unfall mit einem Kundenfahrzeug gehabt? Ja, ich habe schon mal ein Kundenfahrzeug demoliert. Ja, ja, haben wir ja, haben wir ja. Also nicht wir, sondern es ist ja Mitarbeiter auf dem Weg zum TÜV. Also wir noch nicht, musst du sagen. Nein, nein, nein. Also wir aber es noch ist nicht. Auch, es ist mit dem Kundenwagen immer ein Unfall. Einer, ein einziger. Ja. Von 3 Millionen Fahrzeugen. Aber ich habe echt das Gefühl, schreibt es mal unten drunter, wenn ihr das auch so meint, dass Corona, egal ob einer infiziert ist oder nicht, doch die Bevölkerung ein bisschen aggressiver gemacht hat, ne, finde ich. Ob man einkaufen geht oder ob man irgendwie sind die Leute alle aggressiver geworden. Hast du das nicht auch schon irgendwie so feststellen können? Ich gehe nicht einkaufen. Mann, ich meine so allgemein. Ja, doch. Und ich rede nicht von mir. Du machst mich immer aggressiv. Nein, du bist allgemein aggressiv. Das stimmt. Und Corona macht es nur noch schlimmer bei dir. Wenn ich aggressiv wäre, dann wärst du nicht bei mir. Ich nehme mir eine Zigarette von dir und was kommt? Den ganzen Tag rauchst du meine Kippen. Hast du ja, nichts zu tun. Ja, weil du einen Haufen Kohle verdienst, verstehst du? Und ich verdiene bei dir gar nichts. Du Zigaretten kaufst und die ganze Zeit immer bei mir rumschnorst. Weißt du, meine Kippen liegen auf dem Tisch und du kommst immer rein, quatsch mich mit irgendeiner unnötigen Scheiße voll, diskutierst immer stundenlang mit mir rum und dann nimmst du dir auch beim Rausgehen noch eine Zigarette. Du unverschämter Hund. So. Jetzt schneidest du das Auto jetzt raus? Nein, das bleibt drin. Zurück zum Auto. Zurück zum Auto. Also Erdgas ist scheiße. Meine persönliche Meinung, Erdgas ist scheiße. Erdgas hat einen Wahnsinnsleistungsverlust. Erdgas hat keine Reichweite. Erdgas gibt es keine Tankstellen. Und wir wissen nicht, warum diese bekloppten Hersteller nur Erdgas machen. Genau wie jetzt dieser neue Seat Exeo. Keine Ahnung. Dings darum ist ich kenne nur die Audi G-Tron. Jetzt wollen sie wieder, jetzt macht Seat wieder ein neues Gasfahrzeug, natürlich Erdgas. Warum? Wir können es nicht verstehen. Autogastankstellen, viel, viel mehr Autogastankstellen, viel näher dem Benzin, keine Leistungsverlust, Riesenreichweite, man macht es einfach nicht und wir können es nicht verstehen. Wir begründen es immer mit Lobbyismus. Das ist alles eine Lobbygeschichte und die Lobby, der Lobbyismus macht das und alles. Ne? Da begründen wir das so mit. Aber so ganz plausibel kenne ich diese Begründung nicht. Ah, für die Leute, die jetzt wieder noch schlauer sind, die sagen dann, ja, weil Autogas ja auch den Motor kaputt macht. Dummes Zeug. Völlig, völlig dummes Zeug. Und das ist bei Erdgas ja genauso dann theoretisch. Ne? Und die Autos laufen auch lange. Also wir verstehen das nicht. Und wir haben einige von diesen Fahrzeugen zurückgerüstet, weil ist was kaputt, kann keiner helfen, will keiner helfen, irgendein Bauteil, sauteuer, Tank ist abgelaufen, Tank muss neu gekauft werden. Ne? Jetzt haben wir hier eine schöne Prinz drin, der hat eine super Reichweite, Umschalter haben sie da unten reingebaut, kannst du ja mal filmen. Wie will man denn da rankommen, wie lang muss denn der da, guck mal hier so, Benzin, schalten wir mal wieder auf Autogas, guck mal hier, er schaltet rum und der fühlt sich noch nicht mehr verarscht. Der läuft ganz normal. Er ist hinten noch ein bisschen leichter jetzt, weil die Erdgasflasche natürlich viel, viel schwerer war. Der Tank ist insgesamt kleiner geworden, von 75 Liter auf 61 Liter runter. Aber nur leider, weil den Tank haben wir nicht mehr in breiter gekriegt. Jetzt hätten wir hier noch mehr runtergekriegt. Aber die Zylindertanks, so wie die Tankhalterung ja vorbereitet war, gibt es nicht so in rauen Mengen mehr. Weil Zylindertanks werden nicht mehr so häufig verbaut. Und
so ziemlich die Standardmaße, so wie wir sie beim BMW Z4 verbauen und so. Oder in, wurde noch VW Phaeton unten drunter. 315 Durchmesser, 60 Liter. Die kriegen wir ganz gut. Und so einen haben wir hier auch drunter gebaut. Reicht, ist schön leicht. Ne? Und der hat jetzt eine Reichweite von 400, 450 Kilometer ungefähr. Ne? Ja, und läuft wunderbar. Ihr habt es gesehen, alles gut. Was gibt es sonst noch zum Volvo zu sagen? Die Volvo-Fahrer sind eine eingeschworene Gemeinde und Volvos haben immer einen riesen Fanclub. Ich kann es verstehen, genauso wie Subaru-Fahrer. Subaru-Fahrer sind auch so eingeschworene. Wer einmal Subaru fährt, fährt immer Subaru. Wusstest du das? Nee. Ist so. Subaru, nicht die mit den Boxermotoren? Ja, das sind die Boxerautos. Sehr, sehr gut, sehr, sehr zuverlässig. Aber irgendwie laufen die immer so wie auf drei Zylindern. Keine Ahnung. Ja, okay, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Auto fährt schön. Was hat denn überhaupt gelaufen? 291.938. Ich weiß nicht, der zahlt jetzt hier auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 3.000 Euro für die Umrüstung. Normalerweise kostet die Umrüstung ja nur 2,7. Wir haben aber natürlich wesentlich mehr Arbeit hier. Durch die Erdgasanlage alles rausbauen, machen und tun und so. Und von daher haben wir da pauschal 300 Euro draufgeschlagen. Ne? Und ich finde, der Kunde ist nicht doof, wenn er jetzt hier nochmal 3.000 Euro investiert. Und kann da jetzt nochmal ordentlich Kilometer drauf fahren. Ja, und wenn das Auto dann mal doch mal verrecken sollte, wegen was auch immer, TÜV scheidet ihn oder so, kann die Anlage immer noch nehmen. Die können wir immer so für gut und gerne Tausender in ein anderes Auto irgendwie reinbauen. Ne? So, jetzt haben wir genug dummes Zeug erzählt. Die haben sich auf der Ladefläche ausgeruht gehabt. Irgendwie bin ich jetzt auch müde. Christopher schneidet das Video fertig und ich lege mich auf die Couch dahinter, ne? Ja, mach das. Ja, ich lege mich dahin, mach Mittagsschläfchen, ne? Und dann geht's weiter. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ach, Ankündigung, soll ich teasern? Soll ich teasern? Was denn? Guckt eh keiner mehr bis hierhin. Bis nein, Auto, das guckt eh keiner. Guckt kein Mensch mehr. Ich kann das Video noch ein bisschen laufen lassen, weil wir eh wissen, wir können uns daneben benehmen, weil keiner mehr das Video guckt bis hier hinten hin. Ja, pass mal auf, ich habe eine Idee. Derjenige, der so cool ist und das Video so weit bis hinten hinguckt, mein ganzes dummes Zeug gelabere und sowas alles, ne? Wer so cool ist, ne? Der soll bitte unten drunter schreiben. Fischers Fritz frischt, fischt frische, frisch, frische, Fischers Fritz fischt frische Fische. Mach die Kamera aus jetzt. Reicht. Fischers Fritz fischt frische Fische. Drunter schreiben, danke. Tschüss. Jetzt hab ich's. Fischers Fritz frischt Fische frische. Fischers Fischers Fritz fischt frische Fische. So.